Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute soll es um den Monk Tank gehen. Und dazu hatte ich vor einer Woche schon die Challenge abgeschlossen. War jetzt ein bisschen erkältet gewesen und konnte das Video nicht aufnehmen. Ich hoffe, dass meine Stimme durch das Video durchhält. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal rein. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns ein bisschen das Gear an. Dann gucken wir uns ein bisschen die Talente noch an. Dann werden wir so ein bisschen auf die Consumables bzw. Die Fortsets und Geschichten eingehen. Und als letztes gucken wir uns den Kampf an. Da werde ich euch die grobe Taktik erklären bzw. so ein bisschen auf die Fähigkeiten noch eingehen. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Als erstes müsste ich vielleicht noch das Gear hier switchen zu meinem Mage Tower Gear. Machen wir das mal so. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Was habe ich hier mitgenommen? Ich habe als erstes die Chi-Welle mitgenommen. Ist nochmal ein Range-Zauber, vor allem in der ersten Phase relativ praktisch, da man quasi nochmal auf Range ein bisschen DPSen kann. In dem Fight ist es nämlich so, dass man an den Boss nicht so gut rankommt, werde ich jetzt aber gleich nachher im Fight nochmal erklären. Deswegen, Chi-Welle ist hier ganz nett. Dann haben wir die Schnelligkeit mitgenommen, dann Leichtbrauweise, dann habe ich die Statue des schwarzen Ochsen. Ehrlich gesagt, ich habe sie kaum genutzt. Man kann diese Statue nämlich aufstellen und dann taunten und dann wird halt quasi in der Nähe die ganzen Viecher einmal gespottet, wenn man dementsprechend diese Statue ins Target nimmt. Ich habe mir dazu auch ein Makro gebastelt. Moment, wo haben wir es denn? Ich meine hier, genau. Also ich habe dann die Statue quasi mal aufgestellt, die einmal ins Fokus genommen und mit meinem Makro spotte ich quasi dann mein Fokus-Target. Ist eine ganz praktische Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Kill-Try überhaupt benutzt habe. Hintergrund der ganzen Sache ist, es spawnen immer mal wieder Geister. Wir haben da verschiedene NPCs, die uns auch helfen und heilen und oft kriegen diese NPCs dann Aggro. Die sollen aber nicht sterben und ja, manchmal ist man nicht ganz so nah an den NPCs dran, kann die Statue dann dahin stellen, wo die NPCs stehen, spottet einfach die Mobs von den NPCs weg. Kann praktisch sein. Ehrlich gesagt, ich habe es kaum genutzt. Man kann hier auch mit anderen Talenten spielen. Zum Beispiel wäre da auch ja dieser Tiger-Schwanzfeger ganz gut, dann kann man öfter stunnen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die Statue mitgeskillt. Wenn man es sinnig einsetzt, ist sie praktisch. Brauchen tut man es jetzt nicht unbedingt. Dann habe ich Schaden dämpfen hier mitgenommen. Das ist relativ stark in der letzten Phase. Dann Rauschen der Jadewind, ein bisschen extra E zu haben. Und dann, wie heißt das, Nehmerqualitäten, genau, um noch ein bisschen weniger Schaden zu nehmen. Genau, das sind soweit die Talente, die ich gewählt habe. Dann habe ich folgendes Gear angezogen. Wie ihr es von den anderen Challenges bei mir schon kennt, habe ich mir wieder ein Craft Gear besorgt. Einmal hier in dem Fall das Leder Craft Gear aus MOP ist das, glaube ich. Und das kann einfach ein Lederer bauen. Vorteil hier an der Geschichte ist, man hat da immer noch ein paar extra Sockel drauf. Und man kann das in verschiedenen Stufen craften. Also da gibt es dann einfach so Handwerksmale. Und dann kann man die halt in Stufe 48, 54 und so weiter craften, ne? Und den Vorteil, den wir daraus haben, im Mage Tower werden wir eh runter skaliert auf Stufe 50 vom Gear her aus Maximum und dementsprechend ist es egal, ob ihr ein 50er Item habt oder ein 280er Item, die werden alle quasi auf 50 runter skaliert und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, Items zu tragen, die viel höher sind. Das Beste, was ihr haben könnt, ist dementsprechend Items mit Sockel und den idealen Stats. Bei diesen Items, die man sich herstellen kann, die heißen auch hergestellte Items tatsächlich, haben wir halt immer Sockel mit drauf. Und das Schöne ist, wenn man die auf 50 oder darunter herstellt, können wir noch die alten Fortsets drauf machen. Bei den aktuellen Shadowlands-Sachen gibt es ja nur manche Items, die wir verzaubern können. Bei den alten, wie ihr seht, habe ich jede Menge an Verzauberungen drauf und Sockel sind ein paar Stats mehr. Ist eine ganz feine Angelegenheit an der Stelle. Ich muss jetzt hier nochmal kurz das Trinket switchen, anscheinend ist das falsch drin. Gut, was habe ich jetzt hier drauf? Ich habe einmal das hergestellte Teil bei den Handschuhen. Drei Beweglichkeitssockel habe ich einmal drauf. Es gibt auch einen Vierer, einen epischen. Der kostet aber wesentlich mehr und ich habe mich für die Anführungszeichen Low-Budget-Version entschieden. Zusätzlich habe ich hier dann 6 Beweglichkeit drauf verzaubert. Auf dem Gürtel gibt es keine VZ, aber es gibt den Vorteil, dass wir noch eine Gürtelschnalle drauf machen können. Normalerweise ist nur ein Sockel drauf, mit der Gürtelschnalle kriegen wir einen zweiten Sockel. Auf der Hose habe ich dann, ich glaube eine Lederer VZ ist das, mit 6 Beweglichkeit und 3 Crit noch mit drauf genommen. Dann die Schuhe, seht ihr, die sind auf 54, da können wir nämlich eine aktuelle VZ drauf machen und dementsprechend können wir das höhere Item-Level wählen. Hier habe ich dann die 15 Beweglichkeit aus Shadowlands gewählt. Dann bei den Ringen habe ich einfach die Juve-Ringe aus Shadowlands genommen. Hier einfach mit Versa verzettet.
Dann bei den Trinkets habe ich einmal die Samenkapsel aus dem Smaragdgrünen Albtraum von Nitendra. Schwierigkeitsgrad ist da egal. Die ist relativ stark, legt eine Fläche auf den Boden und das macht einen Haufen E-Schaden und heilt uns ein bisschen. Dann habe ich den Geistereisendrachling mir geholt. Diesen könnt ihr als Ingenieur herstellen. Und zwar im MOP-Ingenieur haben wir dort. Und da habe ich einmal einen Versa-Sockel und zwei Crit-Sockel drauf gebastelt. So, mein Husten habe ich euch gerade erspart. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ich sag's euch. So, was habe ich hier für Sockel drauf? Und zwar so eine spezielle Zahnradsockel. Die kann auch quasi einfach einen Inji basteln. Alles dieses könnt ihr euch im Auktionshaus auch kaufen. Kostet meistens 4.000, 5.000 Gold. Also das ist jetzt nicht so teuer. Gut, dann habe ich mir als nächstes eine Waffe geholt. Hier eine Erbstückwaffe. Ich hatte die von Garrosh noch, die man sich damals in SOO holen konnte. Hat nochmal zwei Sockelslots drauf. Ist eine feine Sache. Und sündhafte Offenbarung drauf verzaubert. Handgelenk habe ich einfach hier irgendein Stufe 50 Ding genommen. Da gibt es keins mit dem Sockel. Zumindest keins, was wir uns craften können. Und habe da 5 Beweglichkeit drauf verzaubert. Und dann auf der Brust habe ich hier einmal mir einen 54er-Item-Level gebastelt. Und zwei spezielle Sockel. Und zwar einmal das Krakenauge der Beweglichkeit und das Säbelauge der Beweglichkeit drauf gebastelt. Die könnt ihr einmal im Gear reinbasteln und haben ein bisschen mehr Beweglichkeit, wie ihr seht. Einmal 6 und nochmal 6 Beweglichkeit. Verzaubert habe ich dann einmal die Verzauberung ewiges Geplänkel. Dann auf dem Rücken, da habe ich mir einfach irgendeinen geholt. Der hat jetzt hier auch keine spezielle Sockel, sondern einfach nur eine Verzauberung aus Shadowlands. Deswegen ist Item-Level auch hier relativ egal. Einmal 20 Ausdauer und geringe Geschwindigkeit. Das sind wir noch ein bisschen schneller. Dann haben wir einmal hier auf den Schultern 5 Beweglichkeit plus 2 Crit drauf. Und natürlich auch wieder einen Agi-Sockel. Dann habe ich auf einem Halsteil einmal mir wieder ein Shadowlands-Ding gecraftet, und zwar vom Juve. Da haben wir auch nochmal einen extra Sockel drauf. Ich habe hier die Variante genommen mit Versa. Sudala. Und auf dem letzten Item haben wir einmal den Kopf. Dort habe ich nochmal einen Metasockel drauf mitgenommen. Mit hier einmal einem Sockel mit 3 Beweglichkeit und 3% Crit. Und dann habe ich nochmal einen Special-Sockel drin, und zwar Leviat Auge der Beweglichkeit mit plus 7 Beweglichkeit drauf. Soweit zum Gear und zu den VZs. Dann kommen wir einmal zu den Consumables. Und zwar habe ich einmal gespielt mit hier Kriegsrolle des Schlachtrufs, das kann den Inschriftenkundler bauen. Dann einmal mit einer Verstärkungsrolle, dann einmal mit dem Shadowlands Versa-Food. Dann habe ich einmal hier mit dem mit der Agi-Flask gespielt, große Fläche in der Ströme, mit insgesamt 38 Agi-Plus. Und dann habe ich einen balsamiertes Öl genommen, um noch ein bisschen extra Heilung zu haben. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich Wettsteine nehmen, da habt ihr halt hier noch ein bisschen extra Heilung, je nachdem, ob ihr am Ende Schaden oder Heilung braucht. Dann habe ich einmal die Trommeln der tödlichen Wildheit genommen. Welche Drums ihr nehmt, ist vollkommen egal, ihr braucht einfach nur irgendwelche. Dann haben wir einmal den Tank der ungezügelten Wut. Und das war es eigentlich soweit an Consumables. Halt, stopp! Ich habe noch einmal den absidischen Heiltrank. Der hält nämlich relativ viel. Und damit sind wir eigentlich mit den Consumables soweit durch. So, dann würde ich sagen, schauen wir einmal in den Fight rein. So, Leute. Ihr merkt zwischendrin immer wieder kleine Pause, weil ich muss einfach immer so husten. Es ist immer noch nicht so ganz optimal, ich sag's euch. Gut, aber nichtsdestotrotz gucken wir in den Fight rein. Ich habe hier einmal das aufgenommen gehabt. Und zwar, zu Kampfstart ist es so, dass wir einmal hier am besten unsere Neozaur-Statue hinstellen. Ich habe die, wie gesagt, dann ins Fokus genommen, um dementsprechend die auch spotten zu können. Wichtig, ihr könnt auch dann quasi euren Partner aufstellen. Und zwar muss ich mal kurz gucken, wie der heißt. Hier diese Geschichte, Transzendenz, da können wir uns nämlich dann wieder zurückporten. Ab und an ist es nämlich so, dass wir quasi dann von der Plattform gefegt werden. Und da ist es ganz praktisch, wenn ihr dementsprechend euch wieder hochporten könnt. Alternativ könnt ihr natürlich selbstverständlich auch einen Goblin-Gleiter mitnehmen. Meine sind hier gerade ausgegangen, was nicht so optimal ist. Am besten guckt ihr, dass ihr euch eure Consumables alle einschmeißt, also das nicht vergesst. Und dann nach ein paar Sekunden geht es hier auch los.
Und zwar ist der Kampf zweigespaltet. Wir haben einmal den Kampf gegen hier den Custom-Mob, Varys. Und dann haben wir noch den Mili-Mob, Krul, das ist quasi der Endboss. Varys castet hier einfach so ein paar Gedankenschläge gegen uns. Das ist einfach ein Cast, der macht nicht sonderlich viel Schaden. Könnt ihr interrupten, solltet ihr aber nicht, denn wir müssen was anderes interrupten. Und zwar hier diesen Blutsauger. Wenn der Blutsauger durchgeht, dann saugt er, wenn an euch oder euren NPCs, die ihr hier an der Seite seht, Leben ab, heilt sich ziemlich schnell wieder hoch und ist eher suboptimal. Deswegen Interrupt dafür aufbewahren. Ihr könnt ihn auch stunnen oder anderweitig CC'en, dann wird er quasi auch dadurch unterbrochen und der Cast von ihm wird einfach abgebrochen. Dann die nächste Fähigkeit, die ganz relevant ist, ist diese Fläche, die wir hier am Boden sehen. Und zwar, wenn ihr da reinlauft, kriegt ihr einen Stack. Die macht keinen Schaden, aber die stackt euch hoch. Und mit jedem Stack verliert oder habt ihr 10% weniger Life. Wenn ihr das zu weit hoch stackt, habt ihr fast kein Leben mehr. Und dann hauen diese Schattenspells, die ihr euch auf euch raufhaut, relativ viel Schaden raus im Verhältnis zu eurem restlichen Leben. Und das solltet ihr vermeiden, dass es zu hoch stackt. Ihr solltet es auf vielleicht 4-5 stacken und dann rausgehen. Wenn ihr es höher stackt, wird es schon kritisch. Ihr solltet es ein bisschen abtimen mit der Heilung, weil um ihn zu interrupten, müsst ihr halt rein. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr da quasi das ready habt. Das nächste, was wir haben, sind diese Geister. Alle Minute oder so etwa, 30 Sekunden, irgendwie sowas im Intervall, spawnen aus dem Portal und es kommen diese Geister raus. Bei den Geistern ist es so, dass sie erst ranlaufen, wenn dann zu euch oder meistens zu eurem Heiler, hier das Prophet Velen, der heilt euch halt zwischendurch auch ein bisschen und fangen dann den Cast an und wenn der Cast durch ist, channeln sie na eh. Wenn das durchgeht, macht es sehr viel Schaden, tötet euch bzw. Velen und wenn Velen stirbt, ist auch vorbei. Also ihr müsst diesen NPC beschützen. Ihr habt dann mehrere Optionen, wenn dann der DPS die relativ schnell weg, das ist die erste Option. Zweite Option ist, ihr stunt die, also unterbrecht die damit mit ihrem Cast oder ihr lauft in diese Kugel rein. Und wenn ihr in diese Kugel reinlauft, ist es quasi so, dass ihr alle Mobs CC't. Ihr seht, dann könnt ihr auch die Heilung theoretisch von ihm interrupten. Und die kriegen auch ein bisschen Schaden. Und ihr werdet komplett voll geheilt und nehmt euch alle negativen Effekte runter. Also das ist so die Ulti-Kugel. Da solltet ihr ein bisschen gucken, dass ihr die aber vielleicht spart. Was wir dann sonst noch haben, sind zwei andere Sachen. Und zwar haben wir einmal diese Augen. Die visieren euch an. Und wenn ihr sie nicht anguckt, dann kicken sie euch hinten runter. Ihr könnt die zerstören, müsst einfach ranlaufen und töten. Da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr mehrere Augen habt und ihr in verschiedene Richtungen gucken müsstet und alle auf euch lasern, dann wird es schwierig, also ihr solltet die mal relativ schnell töten. Wenn die euch runterkicken und ihr von der Plattform fliegt, wenn, dann portet ihr euch zurück oder ihr benutzt einen Goblin-Gleiter, ne, wenn ihr schnell seid. Oder sterbt halt einfach und dann war es das mit dem Fight, also die Augen müsst ihr auf jeden Fall gucken. Und was wir da noch zusätzlich haben, sind diese Elementare und, oder Höllenbestien sind das ja besser gesagt, das gehen wir nochmal kurz zurück. Vielleicht sehen wir es hier. Diese Elementare oder Höllenbestien, die hauen einmal so einen Slash nach vorne raus. Und wenn ihr da drin steht, kriegt ihr auch ein bisschen Schaden und ihr werdet auch von der Plattform genockt. Auch da könnt ihr, wie gesagt, Goblin-Gleiter benutzen oder euren Port, wenn ihr an der richtigen Stelle steht, um es einfach so ein bisschen zu negieren. Auch den Kick von den Höllenbestien können wir quasi mit der Kugel unterbrechen. Also wenn ihr alles zusammen steht, einfach in die Kugel reinlaufen, ist es unterbrochen und gut ist. Umso länger ihr braucht, umso mehr von diesen Viechern spawnen übrigens. Die müsst ihr auch nicht DPSen, denn sobald sie gespawnt sind, verlieren sie immer weiter Leben und sterben theoretisch von alleine. Also ihr müsst ihn einfach nur ausweichen. Wenn ihr sie ein bisschen mit DPS, das ist fein, ihr müsst sie aber nicht unbedingt töten. Wichtige Information, wenn die einmal gespawnt sind, nach ein paar Sekunden, wenn die gestorben sind, beleben sich die wieder. Heißt, umso länger ihr in der ersten Phase braucht, umso mehr Elementare oder, ja, es sind glaube ich eher Dämonen, also das Höllenbestien, umso mehr von denen sind dann am Ende da und in der letzten Phase spawnen zwar keine neuen nach, aber die, die ihr von der ersten Phase habt, die beleben sich halt immer und immer wieder. Also wenn ihr in der ersten Phase lang braucht, habt ihr irgendwann sehr, sehr viele Elementare im letzten. So, Mob stirbt, dann kommt hier Hochlord Krul. Wichtig, ihr wollt den Übergang so haben, dass ihr die Ads, die gekommen sind, also diese Geister, dass die gestorben sind und ihr dann ihn in die Phase haut. Wenn die gerade kommen und in die Phase haut, ist ein Kackübergang. Ihr wollt einen clean Übergang. Sobald wir hier in die letzte Phase gehen, wollen wir am besten unseren Pot ziehen. Den solltet ihr in der ersten Phase am besten nicht ziehen. Wir wollen HT ziehen, also die Trommeln und unseren großen CD. Dieses wollen wir alles ready haben und sofort auf Krul durchziehen. Jetzt ist es so, dass hier diese lila Strahlen spawnen. Da müssen wir einfach ein bisschen ausweichen. Über die können wir übrigens auch drüber springen. Dann bei dem Vernichten solltet ihr eigentlich einen Death-CD ziehen. Beim ersten Mal braucht ihr keinen. Wenn ihr das Vernichten auf euch draufcastet, kriegt ihr einen Debuff
und jedes Vernichten macht mehr Schaden. Beim ersten kein Death-CD ziehen und bei den anderen erkläre ich euch dann, was ihr für Cooldowns am besten zieht. Was er jetzt gerade castet, ist hier verzerrte Reflexion. Das müsst ihr interrupten. Wenn das durchgeht, dann haut er auf euch einen Debuff drauf, dass mit jedem Hit, wo er euch hittet, sich um, glaube ich, 5% heilt. Und der Boss, der startet nur mit 40% Life. Wenn das auf euch drauf ist, der heilt sich so schnell hoch und dann war es das einfach in dem Kampf. Also wenn das durchkommt, ist Feierabend. Ihr könnt, wenn ihr schnell seid und es durchkommt, sofort in die Kugel rein laufen, um dementsprechend mit der Kugel das runterzunehmen, den Debuff, dann habt ihr noch eine Chance, wenn man im Normalfall war es das. Jetzt kommt das zweite Vernichten. Jetzt habe ich hier meinen ersten CD gezogen. Und zwar switchen wir nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, genau, himmlisches Gebräu, quasi unsere Active Mitigation, um ein bisschen mehr zu absorbieren. Und ja, das reicht eigentlich da. Was noch wichtig ist, er springt euch manchmal an und hinterlässt diese Void, da solltet ihr relativ schnell raus, die macht gut Schaden und slowt euch wie nochmal was. Dann müsst ihr in der letzten Phase von diesen Höllenbestien immer noch ein bisschen weglaufen, weil wie gesagt, die hauen hier einen Hit die ganze Zeit rein, die Elementare spawnen, wir können wieder die Kugel benutzen, ihr könnt dann auch immer schön euer Trinket reinhauen, weil das erhält ihr ja auch ganz gut runter. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was in der letzten Phase passiert. Übrigens, über diese lila Strahlen könnt ihr theoretisch drüber springen. Ne? Jetzt kommt das dritte Vernichten. Dort habe ich jetzt mal einen CD gezogen, den wir geskillt haben. Und zwar das hier, Schaden dämpfen. Und dann überlebt ihr eigentlich das zweite auch. Wichtig, ihr solltet euch davor immer schön vollheilen oder mit der Kugel vollheilen. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt seht, okay, er haut seinen Hit raus und, das müssen wir nochmal interrupten, er haut seinen Hit raus und ich bin noch nicht voll und wird dadurch sterben, könnt ihr ihn auch stunnen. Der macht zwar danach sofort wieder seinen Hit, aber ihr unterbrecht ihn kurz und er macht seinen Hit nicht und ihr könnt euch vorher vielleicht voll heilen. Ihr könnt auch die Kugel benutzen, das stunnt ihn ja auch. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr seht, okay, ich habe keinen Death-CD mehr, ihn einmal stunnen, dann haben es dann wieder seinen Cast wieder wirken, dann in die Kugel rein, wird er wieder gestunnt, dann könnt ihr so ein bisschen Zeit schinden, bis ihr euch vollgeheilt habt, mit der Kugel heilt euch ja sowieso voll, oder bis ihr eure CDs wieder habt. Theoretisch hätten wir jetzt wieder das Gebräu ready für den dritten, oder vierter ist das, den ersten haben wir durchgelassen, und dann haben wir noch unseren großen CD, der uns quasi ein bisschen das Life hochzieht. Bis dahin sollte der Boss aber easy tot sein, ne? Also wir haben ja stärkendes Gebräu auch noch. Bis dahin solltet ihr am eigentlich gekillt haben. Aber ihr seht, bei mir ging es relativ schnell. Wenn ihr jetzt euch kein Gear craftet, geht es aber mit Sicherheit trotzdem relativ gut aus. Gut, das war's eigentlich. Boss ist tot. Soweit gut. Übrigens, falls ihr sterben solltet und der Boss noch 2-3% hat oder unter 5%, kein Problem. Der Kampf ist erst zu Ende, wie bei allen Challenges, wenn eure NPCs sterben. Nicht, wenn ihr... Ja, bei den DD-Challenge gibt es keine NPCs, aber bei den Tank-Challenge und bei der Heil-Challenge gibt es NPCs. Und erst, wenn die sterben. Heißt, wenn ihr sterbt und eure zwei NPCs ihn noch killen, zählt die Challenge trotzdem als geschafft. Also wenn ihr am Ende rippt, wie es bei mir, ich glaube bei einer von den Tank-Challenges war, zählt es trotzdem, das ist gar kein Stress. Gut, das waren eigentlich soweit der Guide. Ich mag mich entschuldigen für mein Gehuste, beziehungsweise für meine Stimmlage, man merkt, ich bin noch ein bisschen krank. Gut, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.